Hallihallo, weiter geht's mit Human Research Machine und in diesem Strang hier haben wir noch eins, Three Sort, da bin ich sehr gespannt, gerade auf die Sortieralgorithmen, was da denn so kommen mag. Yes, we rank all our employees here. From worst performing all the way up to best performing. What? Where do you rank? Let's give it some thought while we will complete this assignment. Okay. For each three things in the inbox, send them to the outbox in order from smallest to largest. Okay. Das heißt, ich kann auf jeden Fall zuerst mal eigentlich zwei voneinander abziehen. Wie mache ich das möglichst performant? Also ich habe eine Lösung, dass man halt im Prinzip wirklich alle Möglichkeiten durchgeht. Man findet erst das Kleinste. Ja, im Prinzip war es das. Das ist im Prinzip wie ein Bubble Search. Das muss ich mir ja auch noch merken. Das ist das Problemchen. An sich könnte ich einen Bubble Search hier implementieren. Ich denke, das mache ich. Das braucht dann zwei Durchläufe. Bubble Search it is. Dann kopiere ich, also ich habe jetzt die erstmal hier überall liegen, dann habe ich jetzt noch das Zweier in der Hand. Dann kann ich das abziehen von Sub 1. Und falls das negativ ist, dann muss ich die beiden tauschen. Auslagerung. So. Auslagerung. Genau, wenn die beiden. Wenn das Ergebnis negativ ist. Moment, was heißt das? Dann heißt es, dass das 1er größer war als das 2er, dann muss ich sie tauschen, genau. Dann jump if negative. So, und sonst springe ich raus. Genau. Ich frage mich gerade echt, wie ich das performant machen soll. Wenn ich negativ bin, wenn ich positiv bin. Also ich habe eine Lösung im Kopf, aber das wären sehr, sehr viele Instruktionen. Deswegen bin ich gerade am Überlegen, ob das kürzer geht.
Ja, nee. Geht nicht performanter, glaube ich. Ja, doch, wird's schon gehen, aber ich komme jetzt gerade nicht drauf. Genau, wenn es negativ ist, dann gehe ich hierher. Und dann muss ich sie tauschen. Das heißt, ich copy from dem und copy to da. Dann copy ich from dem und copy es to da. Und dann copy ich from dem und copy es to da. Und jetzt muss ich im Prinzip genau das Gleiche einfach nochmal machen. Mit dem und dem. So, das heißt, ich copy from. Warte mal, hier brauche ich natürlich auch noch ein Copy from das da. Oder? Warte, behalte ich es in der Hand oder nicht? Copy to. Copy whatever you're currently holding. Ja, copy heißt ja, ich halte es noch in der Hand. Genau. Okay. So, dann check ich die beiden. Ah, ich muss das im Prinzip, genau diesen Schritt muss ich hier dreimal machen. Ich glaube, ich komme jetzt gerade nicht auf einen besseren Schritt. Auf eine bessere Lösung. No. Also copy from ich das da und sub das da. Und dann habe ich hier wieder ein Jump if negative und ein Jump so. Und hier rein kommt dann copy from dem da, copy to Auslagerung, copy from dem da, copy to 1, copy from dem, copy to 1. Damit habe ich dann das hier sicher das kleinste. Aber die beiden sind noch unklar, die könnten noch falsch rum sein. Deswegen muss ich das da oben. Kann ich das irgendwie kopieren? Ich würde gerne da jetzt wieder zurückspringen, aber dann würde natürlich den Schritt auch nochmal machen. Deswegen, ich muss es, glaube ich, wirklich einfach abschreiben, sozusagen nochmal. Also copy from 2, sabbe das und dann jump if negative dahin, sonst dahin und dann copy from da 1, copy to dahin. Nee, Quatsch. Copy to Auslagerung, copy from 2, copy to 1, copy from Auslagerung, copy to 2. Genau. Und dann sage ich einfach nur noch copy from dem zur Outbox, copy from dem zur Outbox, copy from dem zur Outbox. Und das Ganze in a while true. Gottes Willen, das ist lang.
So, gucken wir mal. Die sind jetzt genau in der falschen Reihenfolge. Heißt, die zwei sollen jetzt getauscht werden. Gut. Jetzt werden die gecheckt. Merkt er, okay. Die sollen auch getauscht werden. Also steht jetzt das da. Und jetzt checkt er die nochmal. Und tauscht das jeweils miteinander. Und jetzt tut er das Ganze wirklich in die Outbox. Ja, scheint richtig zu sein. Fast forward. So, und damit sind wir fertig. Jetzt will ich wissen, wie schlecht die Lösung eigentlich war. Ja, sehr schlecht. Ja, ja. Aber gelöst ist gelöst. Continue to Elevator. Und nochmal gucken, was im Chat denn gerade so los ist. So, okay, keine Fragen. Zero terminated some. Yes, we believe in education our employees on the job here. Do you know what a zero terminated string is? Yup, weiß ich. Yes, it is a very old technique and we don't expect you to know. Aber ich weiß es doch. So you may ask me about it if you like. Or you may ask an external source. Whatever helps you get the job done. Ein Zero Terminated String ist übrigens so. Also heutzutage speichert man sich eigentlich zusätzlich noch die Länge eines Strings ab. Also wenn jetzt zum Beispiel da Hallo ist, dann ist halt die Länge dieses Strings 5. Ein Zero Terminated String ist so, dass nicht direkt die Länge abgespeichert ist, sondern hinterm letzten Zeichen noch das Byte 0 abgespeichert ist. Also da ist dann der ASCII-Wert von einem großen H, von einem kleinen A, von einem kleinen L, von einem kleinen L, von einem kleinen O und dann eben 0. Und damit weiß dann sozusagen die Maschine, okay, da hört der String auf. The inbox is filled with Zero Terminated Strings. What's that? Ask me, your boss. Nein. Add together all the numbers in each string. When you reach the end of the string marked by a zero, put your sum in the outbox. Reset and repeat for each string. Gut. Also, dann holen wir uns erstmal was von der Inbox und checken, ob das zero ist. Wenn ja, springen wir hier hin. Ne, dann springen wir zurück. Ja. Genau. Wenn das 0 ist, dann springen wir zurück. Das ist jetzt zum Glück wieder der leichtere Pfad. Sonst kopieren wir das To dahin. Holen. Ja. Jojojo, an sich ist es easy. Falls es 0 ist, dann fangen wir einfach wieder an. Sonst copy ich das jetzt hier zu der 0. Machen wir es am besten noch ein bisschen anders. Copy from am Anfang immer von dem da. Und tun das Copy to dahin. Genau. Dann kann ich zu der Inbox gehen. Genau. Hol mir das. Und add das da drauf. Warte, habe ich es beim Add dann auch wirklich in dem Feld? Add the concept on the floor. The result goes back into your hands. Deswegen muss ich das dann wieder auch copy to da reinmachen, damit ich es wirklich auch da drin habe. Und kann dann wieder
Wahrscheinlich muss ich hier runterspringen. Ja. Jumpen hier hoch. Und hier mache ich dann letztendlich zur Outbox. Und das repeat ich. Dann müsste doch gleich eine 0 rauskommen. Nee, natürlich nicht. Da habe ich die 10. Und wenn das... Genau. Dann gehe ich wieder zur Inbox, hol mir das nächste. Und wenn das 0 ist, dann kopiere ich es mir nochmal, genau. Dann copy from da und jetzt geht's. Genau. Gut, und damit sind wir damit auch fertig. 0 terminated some Size Challenge geschafft. Aber Speed Challenge nicht. Da hätte man wohl noch einiges machen können. The littlest number. Year 23. To reduce our carbon footprint, management is requesting the smallest numbers only. This is a public relations exercise. The results are going straight to the landfill. For each 0 terminated string in the inbox, send the outbox only the smallest number you've seen in that string. You will never be given an empty string. Reset and repeat for each string. Okay. Dann hole ich mir erstmal was von der Inbox. Tu das Copy to dahin. Dann hole ich mir wieder was von der Inbox. Und subtrahiere das dahin. Nein. Nein, 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 nein. Stopp. Machen wir so, dass in der 0 immer das kleinste ist von dem String, was ich gerade gesehen habe. Und copy to das zweite hier hin. Genau, also das ist das kleinste. So. Und wenn ich das erste mir hole, dann ist natürlich das erste das kleinste von dem String, was ich bisher gesehen habe. Ist ja klar, dann hole ich mir das nächste. Hab das dann hier drin. Und dann sub ich das mal hiervon. Und falls das Ergebnis negativ ist, dann hole ich mir... Falls das Ergebnis negativ ist, dann hole ich mir wieder das rechte, das 1er. Und copy das to dahin. Genau. Und das repeat ich dann. Ja. Und hier muss ich noch einen Check machen. Hey, ist das gerade 0? Dann springe ich hier wieder raus. Und dann muss ich übrigens auch noch einen Jump machen. So. Wobei das dann auch wieder direkt da hoch geht, von dem her kann ich mir da einen Jump sparen. Genau, copy from 1, copy to bla 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 und dann habe ich hier wirklich das kleinste drin und so copy from dem zur Outbox und das repeat ich die ganze Zeit. Play. Gut, scheint zu laufen. Richtig. Und da hätten wir noch irgendwo einen Command Point sparen können und ich hätte es auch wieder mit weniger Schritten machen können, wie immer halt. Cumulative Countdown. Das wird wahrscheinlich für diese Episode dann das letzte Level sein. What is the purpose of this assignment? I think it's something about calculating the volume beneath staircases. We have to put the interns somewhere. For each thing in the inbox,
outbox the sum of itself plus all numbers down to zero. For example, if inbox is 3, outbox should be 6, because 3 plus 2 plus 1 equals 6. Okay. Gut, dann gehe ich erstmal zur Inbox. Ich verstehe gerade nicht, wofür ich die 0 brauchen soll, ehrlich gesagt. Ja. Also ich gehe zur Inbox, tu das Copy to dahin und tu das Copy to dahin und bumpe das Ganze hier und falls ich dann eine Zero in der Hand halte, dann gehe ich wieder zur... Nee, dann copy from ich das da und gehe zur Outbox. Sonst copy from dem, add auf den und copy to den und das jumpe ich dann wieder dahin und das repeat ich. Ah, das war falsch. Ja. Ich muss hier adden das da. Stimmt. Nicht. Endlosschleife. Ja, Moment mal. Was soll ich denn bei negativen Zahlen machen? Warte mal, das waren gar keine negativen Zahlen. Was war denn dann los? Gucken wir mal. Die 1 war, glaube ich, noch okay. Die 0 hat Probleme gemacht. Ja. Ja gut, dann mache ich halt noch einen Jump rein. Jump if 0 zur Outbox. So. Wieder nicht die beste Lösung, aber eine valide Lösung. Ja, genau. Das sogar noch kürzer machen können. Okay. Continue to elevator. Die Story sehen wir dann in der nächsten Episode. Genau. Bis zum nächsten Mal.